Ja, hallo liebe Fußballfreunde, liebe Mädels, liebe Jungs, liebe Trainer. Herzlich willkommen zu einem neuen Programm aus dem Bereich der Athletik. Wir wollen uns heute mal ein bisschen mit dem Thema Schnelligkeit befassen natürlich. Und wollen einfach mal ein Schnelligkeitsprogramm euch zeigen, das ihr problemlos zu Hause machen könnt. Ich werde auch während des Programms ein, zwei Hinweise geben, wie man diese Übung eventuell noch mal ein bisschen sogar erweitern könnte, damit zum Beispiel das auch für sich selber im Garten gemacht werden kann, sofern es wie aktuell die Schneelage zulässt. Genau. Ich möchte, bevor wir loslegen, einen ganz wichtigen Hinweis mal geben. Wenn ihr Schnelligkeit zu Hause trainiert, so wie wir heute auch hier, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich vorher ordentlich aufwärmt. Im Schnelligkeitsbereich erreichen wir ja nur, Ergebnisse, wenn wir an unsere Leistungsgrenzen gehen. Wir müssen maximale Leistungen rausholen, versuchen quasi mit jedem Sprung, mit jedem Sprintschritt wirklich ans Maximum zu kommen, an die 100%, ja, um dann auch wirklich uns nach oben zu drücken und nicht irgendwie bei 90% rumkratzen. Und 90% für die Muskulatur ist vielleicht noch erträglich, aber 100% eventuell eben nicht mehr, wenn sie denn kalt ist. Sie muss also optimal vorbereitet werden, aufgewärmt werden. Mir ist aufgefallen, wenn man im Internet unterwegs ist, in den sozialen Medien, es gibt viele tolle Seiten mit ganz, ganz tollen Schnelligkeitsübungen. Instagram ist da ja mittlerweile ein Musterbeispiel geworden. Ganz tolle Schnelligkeitsübungen, Sprungübungen, Übungen für die Explosivität zum Beispiel, die da immer wieder ganz gerne gezeigt werden. Diese Übungen sind toll, sie sind wirklich herausragend kreativ oft und wirklich gut durchdacht. Aber sie werden nur gezeigt und es wird meistens nicht gesagt, wie oft muss man es machen, mit welchen Pausen sollte man das machen, was im Schnelligkeitstraining sehr, sehr wichtig ist. Und es wird eigentlich nie gesagt, und wärmt euch bitte vorher ordentlich auf. Denn das ist eh klar, wenn ich versuche, jetzt extrem gesagt, auf irgendeine 2 Meter Anhöhe, nachdem ich irgendwelche Skillings gemacht habe, explosiv raufzuspringen, ist die Gefahr natürlich wahnsinnig groß, dass man da im besten Fall sich muskuläre Entzündungen holt. Im schlechtesten Fall kann es natürlich auch bis hin zu Muskelfaserrissen oder Muskelrissen gehen. Deswegen ordentlich aufwärmen. Und genau das werden wir uns zu Herzen nehmen in unseren Schnelligkeitsprogrammen, die kurz und knackig sein sollen, damit ihr diese zu Hause einfach nachmachen könnt, wollen wir uns immer ordentlich mit aufwärmen. Also das heißt, ich stelle immer ein Aufwärmprogramm vor, ein kurzes Schnelligkeitsprogramm. Und das war es dann auch schon. So, als Aufwärmen haben wir uns einfach hier 2 Hütchen markiert. Wie immer der Hinweis zu Hause, wer natürlich keine Hütchenmarkierung hat, ist klar, das kann man problemlos ersetzen durch Alternativen. Wir machen hier als erste Aufwärmübung verschiedene Varianten des Hopserlaufes. Das heißt, was wir machen werden, ist uns heute koordinativ zu beschäftigen, denn es wärmt auf. Und es unterstützt die Schnelligkeitsleistungen, weil eben Bewegungen aus dem Bereich der Koordination, in dem Fall der Laufkoordination, gefragt sind, wo die Muskeln miteinander harmonieren, arbeiten müssen, sich aneinander abstimmen müssen, verschiedene Gruppen. Und das unterstützt natürlich, wie wir alle wissen, ist ja auch kein Geheimnis mehr, die Schnelligkeitsleistungen, eine optimale Koordination der Muskeln sozusagen. Also hier eine kleine Strecke, stellen wir uns einfach hin und machen jetzt einfach einen Hopserlauf seitlich, das machen wir 4-mal und danach dehnen wir die Oberschenkelvorderseite an. Also hier einmal rüber bis zu der Seite, dann geht es auf die andere Seite zurück. Machen wir ein 3. Mal und ein 4. Mal. Dann bleiben wir einfach hier in der Mitte stehen, Oberschenkelvorderseite komplett strecken, hier den Zug spüren, hochdrücken. Einmal, 2-mal, 3-mal. 4-mal, 5-mal, 6-mal. Das Ganze ein 2. Mal wiederholen. Danach, wenn man das 2. Mal wiederholt hat, bleiben wir dabei, wieder diese 4 Hopserläufe rüber. Einmal, 2-mal, Hände schwingen erstmal ganz locker mit. Ich bin auf den Zehenspitzen gemütlich unterwegs, also leicht geprellter Hopserlauf. Habe ich diese 4 Bahnen, dehnen wir die Oberschenkelrückseite an mit unten greifen, Gesäß ganz nach unten drücken und aus dieser Position hochstrecken, 3 Sekunden halten, 2. Mal, 3 Sekunden halten, 3. Mal, 3 Sekunden halten, wieder nach unten gehen, 3 Sekunden halten, das Ganze so 4, ja, 5, 6 Mal. Auch das wird ein 2. Mal
wiederholt. Danach machen wir einen Hopserlauf vorwärts, rückwärts und dehnen dann die Adduktoren an. Das heißt, auf dieser Strecke einfach nur Hopserlauf nach vorne gehen, Hopserlauf nach hinten gehen. Achtet darauf, dass das flüssig geht, der Wechsel von vorwärts, rückwärts, dass das möglichst rhythmisch rund abläuft sozusagen. Ab und dann gehen wir wieder vorne rein. Also bei den Hopserläufen immer 4 Bahnen machen. Und jetzt dehnen wir die Adduktoren an mit dem klassischen Adduktorenwalk, den der ein oder andere von mir im Athletikprogramm schon kennengelernt hat. Also hier andehnen, 3-4 Sekunden die Dehnung halten, in eine tiefe Hocke gehen. Dann habe ich hier noch ein bisschen Vorspannung, die ich aufbaue für das Ständigkeitstraining später. Dann nochmal auf die Seite rüber. Ja. Dann mache ich das Ganze auf die andere Seite. Hocke gehen, hier andehnen, schau, dass der Rücken gerade bleibt. Dann kann ich Schulterblätter nach hinten ziehen, Kopf geradeaus, hopp und rechts. 3, 2, 1, tief und links. 3, 2, 1. Da dehne ich jede Seite 4-mal an und wiederhole das Ganze nochmal. Also nochmal vorwärts, rückwärts und dann nochmal die Adduktoren andehnen. Wir lassen den vorwärts, rückwärts Hopserlauf gleich und kümmern uns dann um unseren Hüftbeuger. Also hier wieder dieser Hopserlauf vorwärts, Hopserlauf rückwärts, Hopserlauf vorwärts, Hopserlauf rückwärts. Eben darauf achten, dass die Übergänge möglichst rhythmisch rund sind. Dann kümmern wir uns um unseren Hüftbeuger. Das machen wir ganz einfach, indem wir einen großen Ausfallschritt machen. Legen rechter Fuß vor, beide Hände nach innen. Wippen jetzt 10-mal. Wenn ich diese 10-mal gewippt habe, bleibe ich ein bisschen unten. Dann halt das mal für 5 Sekunden, also drückt die Hüfte hier ein bisschen nach unten. Also 10-mal wippen, 5 Sekunden halten. Und dann aus der Position 3-mal aufdrehen. Dann eben die andere Seite. Linker Fuß vor, beide Hände gehen nach innen, 10-mal wippen, nach den 10-mal wippen, 5 Sekunden halten, nach den 5 Sekunden einmal und zweimal und dreimal aufdrehen. Dann haben wir den Hüftbeuger dabei und das Ganze wiederhole ich dann noch einmal. 4-mal Hopserlauf, 2-mal den Hüftbeuger. Kommen wir zum letzten Thema des Aufwärmens, nämlich Hopserlauf vorwärts. In der Mitte eine komplette Drehung. Wir machen Hopserlauf vorwärts zu Ende, rückwärts zurück und wiederholen das Ganze nochmal. Also Hopserlauf vorwärts, hier in der Mitte eine Drehung, hopp nach vorne, dann der rückwärts Hopserlauf. Das Ganze nochmal wiederholen. Jetzt drehe ich mich in die andere Richtung ein. Auf der Stelle kurze kleine Hopserläufe, hopp nach vorne, hopp und rückwärts weg. Dann machen wir die Waden andehnen. Und lösen das Ganze auf mit einer leichten funktionellen Übung. Dafür gehen wir in den Stütz, überkreuzen die Beine. Jetzt wippen wir ähnlich wie beim Hüftbeuger. 10-mal wippen, 5 Sekunden halten auf der einen Seite. Dann wechseln wir 10-mal wippen und dann 5 Sekunden halten auf der anderen Seite. Und das Ganze lösen wir jetzt auf mit 2 Handwalks. Wir bleiben also in dieser Position, schieben die Füße nach vorne, dann hängen wir nochmal einen dran, zack, und gehen wir nochmal nach vorne, machen einen Liegestütz, nehmen die Hände nach hinten, wippen nochmal durch und dann stehen wir wieder auf. Das Ganze wiederhole ich dann noch einmal. Vorwärts, Drehung, vorwärts, rückwärts. Vorwärts, Drehung, vorwärts, rückwärts. 10-mal wippen. Pro Bein, 5 Sekunden halten, Handwalk nach vorne, Handwalk nach vorne, eine Liegestütz und dann mit den Händen zurückgehen. Danach sind wir so gut wie aufgewärmt. Ich sage an der Stelle dann immer, wer jetzt noch eine Übung hat, die er für sich, für sein Gefühl auch braucht, ja, wo er sagt, das ist eine Übung, die muss ich einfach machen, um danach im eigentlichen Training richtig auf Spannung zu sein, wo ich mich dann richtig wohlfühle, der soll das natürlich gerne machen. Ansonsten haben wir jetzt alles mit reingepackt. Wir haben die Koordination mit reingepackt, wo schon ein bisschen auch durch den Hopserlauf so schnell, kräftig alles vorbereitet wird. Durch dieses Geprellte auf dem Vorderfuß, alles wird ein bisschen auf Spannung gebracht, wird aber auch weich und geschmeidig gemacht, weil wir eben nicht schon mit maximalem Tempo arbeiten, sondern noch relativ gemütlich unterwegs sind.
Wir haben die Muskeln ja in der Länge darauf vorbereitet, auf das, was jetzt gleich kommen wird, indem wir einfach ein paar Andehnübungen mit reingebaut haben. Und damit sind wir eigentlich so weit wie möglich durch. So, was wir als nächstes brauchen ist, ich habe jetzt hier zwei so Line-Marker organisiert. Wir brauchen nämlich nur eine simple Lücke. Die ist ungefähr so groß. Das müsste ungefähr reichen. Also das heißt, das sind so, wenn man reingeht, 1,5 Füße ungefähr. Eventuell müssen wir sie noch größer machen. Das können wir gleich sehen. Wer jetzt hier quasi solche Line-Marker nicht zu Hause hat, was wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ist, der nimmt einfach beispielsweise ein Handtuch und legt es hier hin, ein zweites Handtuch hier hin, rollt es zu so einer Wurst beispielsweise, legt es halt so zusammen. Also da findet sich bestimmt das eine oder andere zu Hause, was das ungefähr ersetzt. Was wir machen werden ist, wir werden jetzt ein bisschen Skippings mit Schnellkraft kombinieren und hängen dann noch was dran für die Explosivität. Das heißt, es ist so eine kleine Mischung, der Schwerpunkt liegt aber ganz klar auf Schnellkraft und Explosivität. Ich zeige zunächst die Übung und danach sage ich euch, wie oft man das Ganze dann machen muss, wie die Pausen sein sollen, damit es Sinn macht. Also, wir legen uns hier hin, diese Lücke. Was wir machen, ist ganz einfach. Wir gehen mit zwei Kontakten hier erstmal rein, ich mache es mal langsam vor. Dann gehe ich hier mit dem rechten Fuß noch raus, jetzt stabilisiere ich es hier mit dem rechten Fuß, springe explosiv mit dem rechten Fuß nach links hier zurück. Und das Ganze wiederhole ich nun insgesamt viermal. Zweimal rein, Sprung zurück. Zweimal rein, Sprung zurück. Zweimal rein, Sprung zurück. Zweimal rein, Sprung zurück. Dann lande ich auf meinem linken Fuß, mache nun einen Sprung mit dem linken Fuß nach vorne, nachdem ich hier kurz stabilisiert habe, indem ich auch das Schwungbein rechts ein bisschen mitnehme, sodass es also maximal weit geht, und mache dann noch einen Wechselsprung, also einen Schrittsprung mit Landung auf rechts. Ich mache es mal vor. Also zwei Kontakte rein. 1, 2, hopp, rüber, hopp. 1, 2, hopp, rüber, hopp, 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 rüber, viertes Mal, hopp, rüber. Jetzt hier stabilisieren in aller Ruhe und dann aus dieser stabilen Position. Ein Sprung nach vorne und das rechte Bein schwingt so mit, nimmt mir mit Schwung. Also habe ich die Wand, geht ja. Und hopp, landen hier nochmal. Und jetzt setze ich einen Schrittsprung an und schaut dabei, dass der maximal weit ist. Also, und hopp, und landen und stabilisieren. Das ist die Übung. Bei mir ist es jetzt nicht mehr maximal weit, dafür bin ich einfach zu alt geworden für den Käse. Aber ihr sollt versuchen, maximal weit und im Idealfall auch noch hoch zu kommen. Beides irgendwie zu kombinieren. Ebenso hier. Hier weiß ich aus Erfahrung heraus, passiert gerne Folgendes. Man macht die zwei Kontakte rüber und dann schleicht man so flach mit einem, ja, so einem halbschädigen Sprung rüber. Stellt euch vor, da wäre noch mal eine Hürde oder irgendwas in der Mitte drin und über die müsst ihr drüber hüpfen. Ihr müsst versuchen, hier eben das Maximum rauszuholen. Also bei jedem Sprung, bei jedem Schritt maximal schnell, maximal Abdruck. Jetzt will ich ja nicht darüber springen, ja, aber dafür mache ich eben Höhe, um die Explosivität zu schulen. Sprung, Sprung auf rechts. Einmal mache ich es mal vor. Hopp, 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 Sprung hoch. Hopp, 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 Sprung hoch. Hopp, 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 Sprung hoch. 1, 2, Sprung hoch. Stabilisieren, Schwungbein stabilisieren, damit ich Fußgelenkstabilität reinkriege. Sich konzentrieren, ausholen, hopp, und weg damit. Und tief landen und stehen bleiben. Das Ganze macht ihr jetzt 8 Mal. Also dieser Ablauf bis zur Landung vorne wird insgesamt 8 Mal wiederholt. So, und ihr hört es jetzt an mir, man kommt da natürlich ins Pumpen, das ist klar. Und was ich auch gesagt habe, wir brauchen bei jedem einzelnen Durchgang, brauchen wir die maximale Leistung. Das heißt, wir müssen maximal schnellkräftig sein, in den Skippings so schnell wie möglich sein. Im Idealfall ist die Pause zwischen der Landung hier außen und darüber maximal kurz. Ich gehe sofort wieder rüber und starte wieder in den neuen Bewegungsablauf rein. Also immer versuchen, möglichst schnell, möglichst explosiv, möglichst hoch, möglichst weit zu sein. Das kann ich aber nur, indem ich natürlich auch einigermaßen ausreichend erholt bin. Das heißt, wenn ich hier da vorne fertig bin, gehe zurück und mache gleich weiter und bin wieder vor und mache wieder weiter, dann schaffe ich vielleicht 3, maximal 4 Wiederholungen in diesem maximalen Range. Aber irgendwann ermüden natürlich die Muskeln von ganz von alleine, ein natürlicher Prozess,
und ich werde immer langsamer, die Bewegungen werden auch unsauberer werden. Und dann ist das Ganze für den Eimer. Deswegen, nach jeder Wiederholung, eine Minute Pause, 45 Sekunden, eine Minute, sowas rum. Das heißt, wenn ihr hier vorne gelandet seid, auf dem rechten Fuß, und dann geht ihr mir zurück, ja, stellt euch dahin, entspannt euch, habt dann eine Uhr, schaut da drauf und seid da diszipliniert, was die Pauseneinhaltung betrifft. Unbedingt diszipliniert sein. 45 Sekunden sollten reichen. Eventuell, wenn ich merke, oh, wir waren ein bisschen schwammig noch, dann halt ein paar Sekunden einfach mehr. Eine Minute sollte allerdings reichen. Achtmal. Eine Wiederholung, eine Minute Pause. Eine Wiederholung, eine Minute Pause. Insgesamt achtmal. Habe ich diese achtmal, mache ich 3 Minuten Serienpause. In diesen 3 Minuten setze ich mich nicht hin. Ich trinke ein bisschen was, ich gehe ein bisschen auf, ich locke ein bisschen die Beine, bin immer so ein bisschen in Bewegung. Von mir aus nehmt euch einen Ball und jongliert ein bisschen, ja, so ganz locker, aber alles locker, damit ich eine vollständige Erholung hinbekomme. Und dann wechseln wir die Seite. Dann gehen wir auf die rechte Seite rüber und wiederholen das Ganze nochmal. Zweimal rüber, hopp, rechts, zweimal rüber, hopp, rechts, zweimal rüber, hopp, rechts, zweimal rüber, hopp, rechts. Jetzt lande ich eben auf dem rechten Fuß. Jetzt kommt eben ein Einbeinsprung auf der rechten Seite und dann der maximale Wechselsprung auf links. Eine Minute Pause circa und dann wieder in die nächste Wiederholung rein. Auch 8 Mal. Dann haben wir also insgesamt schon 16 Wiederholungen von dieser Übung. Einmal auf der Seite, einmal auf der Seite. Sehr wichtig, natürlich beide Seiten gleichermaßen zu trainieren. Nach diesen 8 Wiederholungen machen wir nochmal 3 Minuten Serienpause und haben dann noch eine letzte Variante. Und dafür wäre es nun ideal, dass man sich so ein Band besorgt, so ein Gummiband. Da reicht jetzt ein grünes, aller Voraussicht nach für die meisten, denn ich will Spannung haben, einen Widerstand, aber nicht einen zu hohen, sondern er sollte so sein, dass er machbar ist und dass ich meine Übungen machen kann. Und dann wiederhole ich das Ganze nochmal, mache allerdings jetzt nur noch eine Serie, und zwar 4 auf dieser Seite und 4 auf dieser Seite. Und das Gummiband, und das spanne ich mir jetzt hier oberhalb der Knie so leicht hin. Und jetzt wiederhole ich das einfach nochmal und mache eben 2 rüber und jetzt den Sprung mit dem Band. 2 rüber, Sprung mit dem Band. 2 rüber, Sprung mit dem Band. 2 rüber, Sprung mit dem Band. Stabilisieren, hopp, der Sprung auf links, hopp, stabilisieren und der Wechselsprung auf rechts, maximal weit gegen den Widerstand. 4 auf der Seite, 4 auf der Seite. Also nicht mehr 8 und 8, sondern 4 und 4. Wir teilen es also auf. Auch hier gilt das Prinzip nach jeder Wiederholung. 45 Sekunden bis 1 Minute Pause. Und dann geht es auch schon auf die andere Seite rüber. Und auch hier das gleiche Prinzip. Ja? Gut. Und dann sind wir damit auch schon durch. Dann sind wir mit dem klassischen Schnelligkeitsprogramm sozusagen fertig. Jetzt müsste es ungefähr gedauert haben, so circa eine halbe Stunde. Dann nehme ich mir noch eine Black Roll und roll mich in aller Ruhe aus, trinke recht viel dazu. Dazu verweise ich auf mein Black Roll Video hier in diesem Kanal, um nochmal zu erklären, was man beim Ausrollen alles achten sollte, was alles gemacht werden sollte. Und damit hat man das Ganze erledigt. Jetzt habe ich noch einen kleinen Hinweis, den habe ich am Anfang kurz angedeutet. Jetzt sind wir ja hier indoor und beschäftigen uns jetzt hier mit Sprüngen, Explosivität, ein bisschen Frequenzschnelligkeit durch die Skippings. Wenn ihr das Ganze jetzt draußen macht zum Beispiel und habt auch den Platz dafür in einem Garten oder ihr habt irgendwo, ein Tor rumstehen, dass man noch Platz hat, so könnte ich jetzt zum Beispiel noch am Ende des letzten Sprunges einen Ball zugespielt bekommen, den ich aufdrehe und nochmal irgendwo reinpasse. Nur als Beispiel. Also ihr könnt da gerne noch eine Technik dranhängen, ist aber überhaupt kein Muss. Ja? Ansonsten ist es so, wie es ist, einfach gut. Ist was man zu Hause, vor allem jetzt im Winter auch, perfekt durchführen kann. Und ja, damit ist es dann auch. Letzter Hinweis noch, was mir gerade einfällt. Wenn ihr das macht, jetzt haben wir Corona-Zeit, am Wochenende sind keine Spiele. Das heißt, wir müssen nicht so sehr darauf achten, dass wir am Wochenende natürlich fit sind, weil eben wieder nicht stattfindet. Das heißt, das kann man eben mal jetzt irgendwann auch so einfach einbauen. Wichtig ist zu wissen, dass generell nach so einem Training
eine ungefähre Regenerationszeit eingeplant werden soll von 48 Stunden. Das heißt, wenn ihr wirklich das mal irgendwann unter dem Jahr auch macht und ihr habt ein Spiel am Samstag, dann sollte der Donnerstagvormittag ungefähr der letzte Zeitpunkt sein, in dem man ein solches Programm einbaut. Mittwoch, Dienstag wäre idealer. Das wollte ich noch so mitteilen, damit man das auch mal gehört hat. Okay, gut. Dann war es das mit unserem ersten Schnelligkeitsprogramm. Wir sehen uns bald wieder mit einem zweiten und vielleicht sogar noch mit einem dritten Schnelligkeitsprogramm. Seid gespannt. Bis dahin alles Gute. Habt eine gute Fußballzeit, auch wenn sie ein bisschen langweilig momentan ist. Habt Spaß bei unseren Programmen und wir sehen uns demnächst wieder hier. Bis dann. Ciao.